wie nett ist heutzutage eigentlich noch die Community von Rocket League? Ich hab's für euch getestet. Oh, mein Wochenende war so schlecht. Ich habe 10 Spiele in Folge verloren. Würdest du mir vielleicht den Sieg schenken? Ich bin super gespannt, ob und wie er darauf jetzt reagieren wird. Er schreibt klar und er lief! Nach 30 Sekunden, dafür kassierst du doch jetzt einen 5-Minuten-Bann. Ich will spielen! Oh, du kannst nicht. Oh, ich habe gestern 80 MMR verloren. Aber ich glaube, er will mir den Sieg nicht schenken. Nein, er geht mit 1:0 in Führung. Und er schreibt WTF wirklich? Ja, also vielleicht flunker ich. Was? Aber auch er lief? Ich habe vielleicht nicht wirklich Minus gemacht, sondern wollte einfach nur testen, was passiert. Oh, oh, macht er das 2:0? Ja. Und er schreibt, hahaha, ist das wahr? Und ich habe mal ja gesagt. Nein! Was? Hallo, ich erbettel mir gerade Champion 1. Würdest auch du mich gewinnen lassen? Ich habe gerade wirklich so ein schlechtes Gewissen, das glaubt ihr mir gar nicht. Ich wollte doch einfach nur für ein Video mal ausprobieren. Oh, der Ball ist drin, oder? Ich wollte doch nur mal testen, aber oh. Oh. Und er schreibt, nein, ja, und das ist vollkommen okay, das verstehe ich sehr gut. Ja, ich meine, warum sollte man noch aufgeben, wenn jemand schreibt, oh, mein Wochenende war so schlecht, kannst du mich gewinnen lassen? Das ist derselbe Kickoff. Nochmal ist der wieder drin. Ich glaube, ha, diesmal nicht. Aber ich fand das jetzt schon wirklich faszinierend, dass die drei vorher mich haben gewinnen lassen. Einfach drei in Folge. Und eigentlich wäre es doch jetzt schön, alle guten Dinge sind 4. Guter Punkt, aber hast du mal dran gedacht, einfach die Fresse zu halten? Pinch vielleicht? Ist der drin? Ja! Nein! Oh, also, nee, das ist vollkommen okay, wenn du mich nicht gewinnen lässt. Ich wollte es halt einfach nur mal testen. Ich habe ja auch schon mal die AFK-Challenge gemacht, wo ich einfach AFK gegangen bin und gesagt habe, kannst du auf mich warten? Da haben auch super viele auf mich gewartet. Aber ich meine, gegen ihn kann ich ja auch so gewinnen. Kannst du knicken? Weil ich führe ja halt schon mit 1:0, also alles cool. Nein, ich habe wirklich ein ganz, ganz schlechtes Gewissen gerade, dass ich die anderen drei ausgenutzt habe, aber dass die auch mich haben gewinnen lassen, ich verstehe es nicht. Das geht in meinen Kopf nicht rein, das machst du, oh, das machst du aber auch nicht und das geht auch nicht in meinen Kopf rein. Und er schreibt, du kannst dich selber verarschen, ja, das ist wahr. Aber irgendwie hat sich das auch ganz gut angefühlt, gegen drei zu gewinnen, ohne viel machen zu müssen. Oh, 50? 50? Vielleicht mal ein Pinch? Ah, schwierig, ohne Momentum. Ein bisschen blöd. Was macht er jetzt? Warte. Ja. Oh, er hätte mich fast berührt oder fast ins Tor reingehämmert. Dann wäre der Ball halt safe drin gewesen. Ich hämmere ihn auch mal weg und ich hau den Ball aufs Tor. Und bei mir ist er drin, 2:1. Ich schreibe ihm nochmal, ich hab's immerhin versucht. Aber tut mir bitte mal einen Gefallen. Probiert das doch mal selber aus. Schreibt mal einfach, ich hatte einen schlechten Tag. Kannst du mich gewinnen lassen? Ich bin echt gespannt, ob Leute euch auch deswegen gewinnen lassen. Und 2:2. Oh, er schreibt, ich hasse Leute wie dich. Ja, probiert's vielleicht doch nicht selber aus, weil das geht anscheinend nach hinten los. Oh, ich bin down. Und ich schreibe ihm mal, ja, okay, ich hab halt wirklich ein schlechtes Gewissen. Also es ist schon wirklich sehr mies gewesen von mir. Oh, so ein Kollege ist das. Ach du Kacke, ich habe ihn toxisch gemacht. Ich glaube, das wird wirklich die schlimmste Folge auf meinem Kanal. Zuerst cheate ich mich oder ich battle mich zu Champion 1 und dann wird der Gegner auch noch toxisch. Die Folge werde ich bestimmt nach einem Tag wieder löschen, weil ich bin sehr auf die Kommentare gespannt. Vielleicht mal ein Aerial versuchen. Im Vergleich zu seinem Hals ist das nichts. Ich würde wirklich mal gerne wissen, was so Leute über meine Aerials denken. Der Hochbart geht mal was raus und irgendwo in eine Tür, ins eine Kotze. Aber ich glaube, ich will das gar nicht erfahren, weil das ist so unverhältnismäßig. Er macht hier so ein Flip-Reset, so ein richtig geiles Tor. Und meine offensiven Angriffe mit Aerials sind immer so flick. Sind immer so unfassbar schlecht. Ich weiß nicht warum. Momentan sind meine offensiven Aktionen eh nicht so geil. Defensiv sind die besser, aber den Ball muss ich unbedingt nochmal touchen. Oh, tue ich nicht. Aber ich komme noch. Wow. Ja, und er schreibt es auch, dass ich den noch hab. Damit hätte ich eigentlich also nicht unbedingt gerechnet, dass... Also, keine Ahnung. Oh, das ist ein blöder Ball. Aber gut rausgespielt. Ich muss halt wirklich meine Aerials wieder mal ein bisschen üben. Auch anscheinend meine Ground zu Aerials. Oh, ich habe keine Ahnung, wie ich so jemals Champion 1 werden soll. Weil bei der ganzen Sache noch ganz viel Luft nach oben ist. Also defensiv finde ich mich aktuell wirklich sehr stark, auch bei der Runde gegen die Supersonic Legend Gegner. Da sehe ich ein bisschen blöd aus, aber der Ball kommt halt nicht on target, deswegen ist es okay.
den Ball kann ich spielen. Also defensiv, finde ich, passe ich. Aber offensiv, meine Aerials, meine Schüsse, meine... Ist der drin? Oh, wichtig, 3-3. Und ich schreibe ihm jetzt nochmal, es tut mir wirklich mega leid. Kannst du mir vielleicht eventuell irgendwie nochmal so ein bisschen verzeihen? Ja, ich glaube nicht, denn er schreibt... Nein, also meine Ground zu Aerials, meine Aerials generell und meine Schüsse aufs Tor, generell meine ganzen Offensivaktionen sind so unfassbar schlecht geworden. Da war ich irgendwie mal besser drin, fand ich. Aber defensiv habe ich aktuell wirklich ein bisschen zugelegt. Also das gefällt mir schon ganz gut. Und ganz ehrlich, wenn ich meine offensiven Sachen lernen würde, dann wäre vielleicht sogar Champion 1 drin. Top, die Wette gilt. Aber den Ball darf ich nicht annehmen, sonst haue ich ihn vors eigene Tor. Lieber abwarten, hab ja auch Zeit. Jetzt 50 rausholen. Da ist er. Auch der funktioniert gut. Also in vielen Sachen stelle ich mich eigentlich ganz gut an, aber so Tore schießen, nochmal kurz, ja, wegrammen und jetzt reinmachen. Wir gehen in Führung. Und ich habe jetzt wirklich ganz lange überlegt, schreibe ich ihm noch irgendwas oder nicht, aber ich habe es sein lassen, weil es ist mir eh alles schon peinlich genug, die ganze Folge. Ich weiß nicht, aber oh, 50, oh, er kommt nicht. Aber da komme ich vielleicht noch irgendwie nach hinten. Ja, wichtig. Kann den Ball auch nochmal mitnehmen. Und jetzt muss ich ihn nochmal berühren. Wichtig. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr meine Leistung defensiv und offensiv aktuell so findet. Die Bewertung ist immer am Schluss, Leute. Die Bewertung gibt es immer am Schluss. Weil das würde mich wirklich mal interessieren, weil ich finde mich aktuell eigentlich nicht so stark. Halt, wie gesagt, defensiv schon, aber eben nicht offensiv. Und ich habe keine Ahnung, den Ball... Wird schwierig, aber auch den. Solche Bälle habe ich mittlerweile. Oh, vielleicht nochmal ein Aerial versuchen. Jetzt vielleicht mal ohne Decke, ohne... Das sieht... Nein, ich muss nach hinten, bevor er das Tor macht. Ist aber okay, das passt erstmal. Boost bekomme ich nicht. Es könnte... Warum mache ich da ein Aerial? Ich wollte es halt versuchen, aber wahrscheinlich gehen wir jetzt doch mit einem 4-4 in die Overtime. Und... Und wir gehen in die Overtime. Die Runde würde ich ganz gerne trotzdem noch gewinnen, denke ich. Wäre ganz cool. Wobei, ich würde ihm den Sieg auch gönnen, aber ich... Ich hätte keine Lust darauf, dass er vielleicht nochmal irgendwie toxisch wird oder so. Das ist aber blöd. Den Ball sollte ich aber noch haben. Schön, jetzt vielleicht nochmal ein Flick. Auch die klappen eigentlich aktuell ganz gut. Also ich weiß nicht, was aktuell mit mir los ist irgendwie. Weil viele Sachen klappen... Das klappt überhaupt nicht gut. Trotzdem, der Ball ist drin. Ich gewinne die Runde. Und das ist jetzt so gemeint von mir, aber ich schreibe ihm nochmal kurz. Siehst du, ich gewinne auch ganz normal gegen dich. Es tut mir leid. Aber kommt von ihm noch irgendwas zurück? Nö.